herzlich willkommen. Mach ich mal so. Herzlich willkommen zurück bei Food and Family. Ihr habt eine Weile nicht von uns gehört, wir waren ein wenig angeschlagen und irgendwie nahm das immer wieder seinen Kreislauf. Also der eine wurde gesund, der andere fing wieder an und dann fing alles von vorne an. Und deswegen hat es ein wenig gedauert mit den Videos. Verzeiht uns bitte. Aber diesmal haben wir dafür eine richtig schöne Besonderheit für euch. Denn wir haben einen Foodspot in der Hauptstadt ausprobiert und zwar ein kulinarisches Erlebnis, was wir nie wieder vergessen werden. Wir waren bei Le Petit Chef oder beziehungsweise haben wir uns die Animationsshow oder das Animationsdinner von Le Petit Chef angeschaut und hatten einen wunderbaren Abend gehabt. Und was genau dort alles passiert ist und was wir erlebt haben, werdet ihr jetzt sehen. Viel Spaß! Das Ziel war nicht weit. Wir sind ein wenig mit der S-Bahn gefahren bis hin zum Potsdamer Platz, haben dort noch ein wenig die Zeit genossen und sind etwas rumgeschlendert und dann waren wir auch schon da. Doch was ist Le Petit Chef überhaupt? Le Petit Chef präsentiert ein einmaliges 3D-Animationserlebnis direkt auf dem Teller. Der kleine Superstar Le Petit Chef ist ein 6 cm großes Männchen, was eine Geschichte direkt auf den Tisch erzählt. Und man ist sofort mitgerissen und gespannt, was auf dem Teller passiert. Das, was der kleine Mann dort auf den Teller erzählt und kreiert, wird im Nachhinein dann auch noch liebevoll serviert. Für die Kinder war es das erste Mal, dass sie zu dem Genuss kommen konnten, ein 5-Gänge-Menü auszuprobieren. Den ersten Gang konntet ihr zuvor schon sehen. Dort wurde Salat serviert und beim zweiten Gang gab es eine Meeresfrüchtesuppe und für die Kinder eine leckere Tomatensuppe. Und natürlich wurde zu jedem Gang eine wunderschöne Geschichte vom Le Petit Chef gezeigt. Vor allem für Kinder ist das eine grandiose Idee, denn sie sind in der Zeit, in dem die anderen Gerichte zubereitet werden, auf jeden Fall abgelenkt. Sie hatten vor allem Spaß darin, zu erraten, was denn das nächste Gericht sein könnte. Und für uns gab es auch eine Art Debüt, denn wir haben alle zum ersten Mal Hummer gegessen und waren begeistert. Unsere kleine Animationsreise mit dem Le Petit Chef ging durch Frankreich und deren Küche und dauerte ungefähr 2 Stunden, welche einfach viel zu schnell vorbeigingen. Zum vierten Gang gab es dann ein Steak. Für mich war das auch eine Premiere, denn zuvor hatte ich noch nicht so ein Steak gegessen und das war mega gut gewesen. Der letzte Gang war natürlich das i-Tüpfelchen eines wunderbaren Abends. Vor allem die Kiddies hat es natürlich sehr erfreut, dass es zum Nachtisch Eis gab. Auch die Animation des Le Petit Chef in einer wunderschönen Winterlandschaft faszinierte uns wieder sehr. An dieser Stelle möchte ich noch ein ganz, ganz dickes Lob an das Team von Le Petit Chef weitergeben bzw. mich einfach bedanken für die Geduld, denn der Kleinste hatte an diesem Tag nicht so gute Laune gehabt und war ein wenig laut gewesen. Daher tut es mir nochmal leid, dass ihr das mit machen musstet, aber ihr wart super toll geduldig. Also ich habe mich auf jeden Fall sehr gut aufgehoben gefühlt und die Kinder waren begeistert von dem Dinner gewesen und von der ganzen Show und es war einfach mega. Also ich kann es einfach nur an euch weiterempfehlen, probiert es aus. Es ist jeden Cent wert, ihr werdet es nicht bereuen. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Die Sonne knallt mir ins Gesicht, deswegen ist es Zeit, das Video zu beenden. Wir hoffen, ihr hattet einen schönen Tag und euch hat das Video gefallen. Lasst doch gerne ein Like da oder Kommentare. Ob ihr das vielleicht auch schon selbst ausprobiert habt. Und bis dahin wünschen wir euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns. Bye!